Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watchi. So, es ist soweit, liebe Freunde. Wir haben uns entschieden, heute endlich mal anzufangen mit der letzten Mission und haben tatsächlich es geschafft bisher, also ich zumindest, ich hoffe ihr auch, sie noch nicht woanders geguckt zu haben. Oder Jungs, habt ihr ja schon gespoilert? Nee. Sehr gut. Natürlich nicht. Bin ich jetzt selber gespannt. Das ist schon so lange her, dass wir die Hauptmission gespielt haben, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau weiß, was wir jetzt hier machen. Aber wir machen's. Ja, es passiert. Aber auf dieser Insel jetzt hier? Echt, ja, es ist da drüben, genau. Wir müssen auf da runter. Meint ihr, ich kann da runter springen? Ach nee, hier ist eine Treppe. Praktisch. Runter da. Genau, irgendwas ist ja offensichtlich in unserer Hauptbasis. Oder zumindest fängt da die Mission an. Ja, vielleicht gibt es nochmal ein Gespräch mit dem Dings auch oder so. Erst nochmal eine Cutscene. Im T-Bone noch. Mhm. Ja, das kann auch gut sein. Der ruft uns ja die ganze Zeit an. Das ist ja das, was uns seit Wochen sozusagen verfolgt, während wir hier die Fixer-Aufträge und so gemacht haben. Wahrscheinlich müssen wir jetzt mit dem T-Bone zusammen, müssen wir es richten jetzt. Ja, hört doch endlich die traurige Musik auf. Die ist gerade ja so immer noch zum Glück. Wobei, ja stimmt, ja, im Moment ist sie wieder, also ist sie nicht mehr so oft seit da. Seit dem letzten Patch kommt es mir so vor, als wäre die nicht mehr dauerhaft da. Es hat bestimmt auch viele genervt, dass die halt immer läuft, nur weil man die Story noch nicht fertig gemacht hat. Aber ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, wie jetzt die Hauptstory ausgeht. Wir haben gerade schon extra noch schnell vor der Folge im Waffenladen uns aufgerüstet, dass wir wirklich von allem alles genug dabei haben, für was auch immer jetzt hier kommt. Denn die letzten Missionen, das weiß ich zumindest noch, waren immer ziemlich hart. Also man musste immer gut ausgerüstet sein. Ich bin jetzt echt mal gespannt auf die Knarre. Auf diese ich laufe auch extra hin, um es noch spannender zu machen. Ja. Wie hieß die nochmal? Golden irgendwas? Genau, Golden, die neue Knarre wollen wir gleich mal testen. Die Golden D90 oder irgendwas. Ja, genau. Das One-Hit-Wonder. Trotzdem verlierst du manchmal, heißt diese Mission hier. Cool. Das heißt wohl, wir werden... Verlieren. Vielleicht verlieren. Schauen wir mal. Ach so, warte mal. Ey, du musst wieder in diesen Container, glaube ich, in diesen einen. Hier ist er doch. Bin ich gerade zum Falschen gelaufen. Puh. Es geht los, Freunde. Akt 5. Ja, guck mal, ob wir das schaffen, den Bunker zu erreichen. Ich glaube nicht. Ist hier denn alles cool in meinem Bunker oder ist hier irgendwas? Nee, sieht cool aus. Alles cool aus. Der T-Bone wartet. Wo ist er? Oh, wir können hier wieder ein paar Sachen mitnehmen. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was es ist. Ich glaube, das ist nur so als Gag, ne? Dass man hier immer mal was über DedSec und so halt noch erfährt. Und man kann einzelne Leute sich jetzt quasi immer angucken, so, was die da gerade so machen. Ja. Alles gut. Ist ja doch oh, kein Team. Ist der nee, T-Bone nicht mehr da. Hier. Collecting Files. Irgendein Prozess läuft hier. Dann nimmt er seinen Hackerplatz ein. Wir haben ja in der Stadt nicht mehr viel zu verlieren. Niki und so haben wir schon in Sicherheit gebracht. Wenn ich mich hier ein bisschen bediene. Ich dachte, damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm dir ruhig ein paar Waffen mit, was soll's. Boah, oder wir flüchten jetzt richtig krass. Ich gewusst, dass Rose tot ist. Oh ja, stimmt, die ist ja auch schon tot. Mhm. Clara, ich habe mich gerade gefragt, warum die hier nicht rumhängt. Du weißt, dass Blumi ihren Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte, Wahlbetrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Oh ja. Nach Roses Tod programmierten sie das. Und ich weiß echt nicht, wie und warum, aber der Code ist gefährlich. Es geht um... Ich konnte nicht viel damit anfangen, ich habe nur Bell irgendwas verstanden. Bellwether. Bellwether? Das wollte er also. Die ganze Zeit schon. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Weißt du was, Aiden? Das mit Clara tut mir leid. Die stand doch voll auf ihn, ne? Das ist alles scheiße, egal wie man das auch nimmt.
Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Oh Gott, was sollst du mir denn damit sagen? Das war jetzt auch ein bisschen zweideutig, weil das ist fast eine Drohung. Aber eigentlich sind wir doch cool mit ihm. Are you sure you want to upload files? Klar sind wir sicher, scheinbar. Er zögert und zack. Da wird's hochgeladen. Wo in diesem Moment mehrere Blumenmanager zu einer Reihe Sex-Videos befragt werden, das hat er alles über alle veröffentlicht, oder was? Anscheinend. In der ganzen Stadt irgendwo. Was passiert denn jetzt? Wir hacken den Newsfeed vom Fernsehsender. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Ja. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Jetzt rappelt's aber gleich jetzt hier mit dem ganzen Newsfeed. Ich glaube, der Bürgermeister ist jetzt pisst auf uns. Ja, wir auch auf ihn. Ich meine, der meint Clara auf dem Gewissen scheinbar. Oder hat sie auf jeden Fall auf dem Gewissen. Da geht's los. Was auch immer losgeht. Ach, der Damien, den gibt's ja auch noch. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Held in der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Ist er sauer. Damien. Bring es zu Ende. Aha, Damien. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst deine Show erleben. Oh Gott, das gibt so ein krasses CTOS-Feuerwerk. Finden Sie Damien und wo hat er sich versteckt? Sehe ich noch gar nichts, hä? Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, bis das Licht ausging. Ich garantiere, dass das ist ja, glaube ich, auch gerade hochfahren. Können wir nicht auch CTOS-Scans machen? Such den mal. Meine Leiche. Ich lasse mein CTOS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr runter. Am besten mal Umflur. Ich bin gerade echt nicht sicher, wo ich hier hingefahren bin. Du konntest über diesen Container hoch auf die Straße auf jeden Fall fahren. Der so schräg lag vorne. Jetzt hast du ein Ziel. Guck den hier. Musst du nur Anlauf nehmen, darüber springen. Ja, aber dann komme ich auch nur hier vorne hin, oder? Hier kommst du hoch auf die Straße, denke ich mal. Nee, mit dem Auto hier kann ich nicht so schnell fahren. Hä, aber hier ja, du kommst halt da nicht hoch. Du musst ja irgendwie. Ich raste gleich aus. Totale Sackgasse. So, du willst jetzt, dass ich mit Anlauf auf den Container fahre? Ja, halt von dieser Straße aus. Also, hier ist keine Straße. Also, oder diesen Weg, ich weiß nicht, oder? Ich bin hier querfeldein nur hingefahren. Kommst jetzt einigermaßen gerade auf die einfach Kinder über zu? Die Brücke wieder zurück und fahre auf der anderen Seite von der Insel runter. Ja. Da ist jetzt eh auch das Symbol. Bam. Ich wollte doch nur mal die Seite hier auschecken. Die wollte dich nicht so haben, die Seite. Die Brücke ist schon am Start. Cool. Damien! Oh. Sollst du Bremsung? Bisschen zu weit gefahren. Hab mich kurz so gefreut, dass der Damien gleich kommt. So, genau. Ist er jetzt hier? Das ist, glaube ich, erstmal diese Schwachstelle. Ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger. Boah, der hat die Ampel gestört. Ich frag mich, was Blum zur Bedrohung durch Hacker sagte. Ich darf nicht an Dampfleitungen vorbeifahren. Ich glaube, sonst macht er mich fertig. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Einen großen Bogen außenrum. Ach nee, er sprengt sie schon, bevor ich durchfahre. Das ist natürlich fair. Macht er die Poller hoch? Klar. Nee, macht er nicht. Aber ich wette, das passiert gleich nochmal, wenn man es nicht erwartet. Machen sie doch hoch.
Mit so ein paar Ampelumschaltungen kann er mich ja jetzt nicht so beeindrucken. Das kenne ich ja alles schon lange. Ja, wir sehen ja auch immer, wenn er eingreift. Ja. Ne? Also ist eigentlich ja ganz locker. Ist gar kein Problem für mich. Damien. Komm doch her. Wie er echt versucht, wie er auftritt. Aber so kriegt er uns nicht. Und die Brücke. Der billigste Trick von allen, Damien. Glaubst du denn, wer du bist? Diesen Trick essen wir zum Frühstück wahrscheinlich. Schon so oft benutzt. Muss ich mal was Neues einfallen lassen, um uns irgendwie aus der Ruhe zu bringen. Hier rein oder was? Ja, sieht so aus. Und dann irgendwie nach oben. Oder hier durch. Komm ich nicht durch? Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Event in seinem 5-Sterne-Hotel. Müssen wir hier außen rum vielleicht? Maybe. Ah ja. Sieht so aus, wie er draußen immer noch die Brücken hoch und runter macht. Ja, der rastet vollkommen aus um das Gebäude drumherum. Hacky! Oh mein Gott. Ultra-Hack. Erstmal alles angucken. Und alle mit Zeit. Ja, bis auf. Ja, fast alle mit Zeit. Das ist fies. Naja, ich fange mal an. Was, und immer nur 2 Sekunden? Hast du das gesehen? Ja. Scheiße. Okay, das müssen wir uns gut überlegen vorher. Ah, ich muss es nur schaffen, schnell genug dahin zu kommen. Oh, oh. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ach, das ist man, dann soll's gar nicht schaffen, okay. Ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von 3 separaten Orten installieren. Okay. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Ich kann mein Auto nicht rufen. Wir machen das richtig. Jetzt müssen wir diese 3 Punkte fahren. Ja, und da musst du ein Virus hochladen. Ja, die sind wahrscheinlich ziemlich weit voneinander entfernt. Boah, das wird krass. Ich nehme mal das hier. Glaubst du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Was ist denn mit ihm los? Fahren wir erstmal hier hin. An der Küste mag ich's gerne. Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in diesem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich ins Stolpern. Na los. Du bist doch besser. Oh, jetzt holt das C2S. Also Jamcoms wären cool. Ich kann keine benutzen. Okay. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Da sind gerade so viele gespawnt, dass sie dich finden. An alle Einheiten, CTOS hat die Verdächtigen lokalisiert und markiert. Direkt in Flammen aufgegangen, wie kann das denn passieren? Ist es eigentlich der Ernst? Go, 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 ja. Ihr seht ja, was da alles kommt. Ja. Und jedes Ding sprengt sich hier. Das ist krass. Ja. Ich hätte gern den Heli irgendwie weg. Das geht immerhin noch. So, gucken, ob sie uns jetzt stören, die Bullen, beim Hochladen. Ja, auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Ist das da drin? Ja, ist da drin. Du musst das Tor vorne aufmachen. Welches Tor? Hier, was? Vorne, da, X. Ja, du musst ums Auto rum. Ah, scheiße, das war's schon. Ah, fuck. Ja, okay. Das ist nicht leicht, Freunde. Wie soll ich das denn bitte machen mit 30 Bullen im Rücken?
Keine Ahnung, aber vielleicht ja, kannst gucken, du das Tor hinter dir wieder zumachen, ja, und dann kommt keiner rein, während du hochlädst oder so. Das ach, und jetzt sein. Bin ich wieder hier, leck mich doch. Ultra scheiße. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ja, die letzte Mission war klar, dass die da. Das wird geil, Zucker schlecken, ey. Letztes Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CDOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Noch gibt's keinen. Achso, ja, kannst schon mal hinfahren. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Hier links, wow. Ups. Das war natürlich richtig gut. Richtig scheiße. Richtig scheiße habe ich das leider gemacht. Ach, Damien. Damien manipuliert die Navigation. Er so, hier rechts. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Alle Einheiten, die US-Kern beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. So, hier ist jetzt gleich rechts dieses Tor. Und der Heli ist da. Mach das Tor zu. Oh, jetzt hast du. Ja, ist das Auto dazwischen gestellt halt. Ey, warum rennt er denn als nicht? Ich glaube, du musst den Heli mal dringend ausschalten, weil. Wo ist der? Sehen ich gerade nicht. Ist auch gut. Das macht einen aber wahnsinnig mit den Punkten überall. Ja, aber einfach ist er. Okay. Ist ja nicht so wichtig. Was war das? Irgendein Virus? Okay, eine Stelle, die Stelle ist durch. Du kannst zur nächsten. Hör doch auf, Aiden. Du verstehst doch aber nicht, wie? Vorne stand der aus dem Gebäude raus. Und dir ein Auto crappen. Verkrüppeln. Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Und für dich spare ich das Beste auf, Partner. Oh. Er hat's gemacht. Den Heli müssen wir wahrscheinlich irgendwie mal ausmachen. Oh crap, die steigen schon aus. Go, 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 go. Okay. Markiere dir den nächsten Spot, wo du hin musst. Moment. Aber erstmal kurz hier abhauen, so. Ist ja auch gerade mit dem krasse Ausrasten. Mit dem Punkt, dass er ja die bewegen sich auch irgendwie stört. Ja, der hat ja gesagt, dass die Navigation komplett gestört wurde von denen. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Das macht Spaß. Ich habe schon den Zug gebucht. London ist als nächstes dran. Willst du mitkommen? Ist das ein Ziel? Ja, guck. Bei den anderen steht wahrscheinlich auch überall Ziel.
Der verändert ja dauernd den Weg. Ja. Wie soll ich denn das finden? Ja, nee, eins bleibt irgendwie immer gleich, die anderen verändern sich so. Irgendeins ist das richtige Ziel. Der ziehst du. Oh, da waren kurz beide. Stopp. Oh. Jetzt gehen wir auf die Map. Okay, der rechts unten ist noch einer, der an der Brücke. Welcher? Der rechts, jetzt hier, ach rechts, der müsste noch einer sein. Aber der war ganz am Anfang nicht da. Ja, das stimmt, das hätte mich auch gewundert. Wo waren denn die beiden anderen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich eben leider auch nicht mehr. Da hätte man direkt gucken sollen und so sich merken. Aber direkt vor dir, geradeaus jetzt hier weiter, bleibt einer die ganze Zeit. Hier weiter? Ja, ja, immer geradeaus. Ja, stimmt, so kann man es auch sehen. Ja. Einer bleibt die ganze Zeit da vorne. Weiter geradeaus. Das waren jetzt Polizeisperre, da ein bisschen. Helikopter ist auch wieder am Start. Das Polizeiauto macht es auch nicht mehr lange. Da vorne rechts ist das nächste auf jeden Fall. Hier, jetzt ja. Noch mal links. Auto ist kaputt. Ja, dann. Hier links. Da vorne dann. Und hier rechts ist es gleich wieder. Genau, hier rechts und dann auf. Hier rechts und links ist wieder ein Heckpunkt. Aber es ist oben drauf. Wir müssen da irgendwie rein und hoch. Wie oben drauf. Du musst da rein, das ist oben auf dem Gebäude drauf. Da ist ein Pfeil über da dem Da ist Ding. Das Tür, da ist die Tür wieder rein und da oben in dieser Baustelle ist der Heckpunkt. Cool. Boah, ist das krass, ey. Ja, das ist nicht schaffbar. Also, ich krieg's nicht hin. Ja, ist ziemlich schwierig auf jeden Fall. War klar, dass die letzte Mission so schwer wird auf jeden Fall. Jetzt gerade sind aber nur... Ach nee, doch, gerade hat man ganz kurz beide Punkte gesehen. Scheiße. Ja, aber es geht ja auch. Also man muss ja nur am Rand achten, welcher Punkt nie verschwindet. Und an dem können wir uns ja orientieren und dich dann dahin guiden. Ja, okay, dann sagt mal einen. Damien manipuliert die Navigation. Er versucht, ja, zu bremsen. Fahren wir da lang? Konzentrier dich nur auf einen Ort. Hä, aber jetzt sind... Ach, na, guck mal, der ist nämlich jetzt weg. Habe ich den einen, habe ich schon, oder was? Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem da hochfahren. Das war. Nee, du musst wieder nach links. Links? Ja. Hier links. Und nur geradeaus. Genau, erstmal einfach nur ganz weit. Soweit es geht, geradeaus. In den Süden der Stadt. Okay, hier kurz links. Achtung. Oh, die Poller. Rechts jetzt? Ja. Ja. Wieder geradeaus nur. Also wir fahren jetzt wieder genau zu dem, wo wir eben waren quasi. Und jetzt hier gleich die rechte Straße rein, hier schon. Da ist das Tor dann wieder auf und das kannst du direkt hinter dir auch wieder zumachen, glaube ich. Ja, aber und jetzt? So, und jetzt in die Baustelle da rechts rein. Du musst halt hoch aufs Gebäude quasi. Ja, aber das kann ja hier nirgends weg. Was soll ich machen? Nach links. Komm hier nirgends hoch. Ja. Nee, auf der anderen Seite halt. Musst du auch hoch am Haus. Der gelbe Punkt ist links von dir jetzt auf der. Aber erstmal jetzt gleich ein Heli. Wenn wir ihn sehen. Hier aus der Deckung raus gleich vielleicht. Ist halt gerade immer weiter weg von dem Punkt wieder. Ach da auch, nee. Der ist halt auf der anderen Seite links. Ja, habe ich nicht gecheckt. Das sind hier halt echt schon scheiß viel. Ja, da ist der Heli. Ey, das hat keinen Sinn, Jungs. Wie soll ich das machen? Ja, ruhig wahrscheinlich. Es geht, also wir müssen es einfach probieren. In Regeln rein. Und aufs Haus hoch. Da waren wir ja schon mal in dem Gebäude hier. War schon mal eine Mission drin. Das macht Spaß. Ich Treppe hier hoch. Genau, hier muss es schon sein, links. Was du hacken musst.
versteckt sich hier gut irgendwo. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff. Ich komme hier aber auch nicht anders raus, ne? Doch, du konntest hier was sprengen überall. Wahrscheinlich kannst du die Glaswände aufsprengen da vorne, die eine, und kannst auf der anderen Seite raus. Also den hier, genau den meine ich. Vielleicht nützt es was. Sprengt es jetzt noch, oder was? Ich sehe, was du tust. Lädst einen kleinen Virus hoch, er schnüffelt herum und findet mich. Dann kommst du und verhaust den Krüppel. Stimmt das? Ich hätte ja, okay, dann wieder runter ins Auto und weg. Wenn das Auto noch da ist, keine Ahnung. Ich hab ein paar viele Bullen hier gerade, ja, irgendwie. Ah, du musst mal in Deckung gehen. Und dann geht er in die Kamera. Gott, der Heli muss ich gleich noch einmal erwischen. Hier in das Auto sofort. Boah. Geh doch rein! Er geht nicht rein! Andere Seite, andere Seite. So, okay. Und jetzt müssen wir den dritten Punkt noch suchen. Domi? Ja, rechts oben ist der. Also geradeaus. Immer geradeaus? Ja, erstmal geradeaus. Und den Heli ausschalten, wenn es irgendwie geht. Kann ich nicht, der ist hinter mir. Bei Gelegenheit kannst du auch dann gleich rechts fahren. Ja. Also bei der nächsten Straße. Hier unter der Brücke jetzt rechts. Hier ist sehr gut, ja. Dass man auch immer nur so Crap-Karren erwischt dann in so einer hektischen Situation natürlich. Keine Chance gerade hier. Ja, das Auto tackeln die halt übel weg, aber da müssen wir jetzt durch. Hast du den Punkt noch im Auge, Domi? Ja, wir fahren gerade. Links, da ist er, links, ne? Oben, genau. Oben links. 100 Meter. Schon noch ein Stück. Brauchen gleich noch ein anderes Auto. Wahrscheinlich ist es auch hier unten am besten zu wechseln, wo der Heli uns nicht erwischt. Ja, aber ich kann ja nicht aussteigen. Wenn ich hier einmal aussteige, bin ich tot. Aber im Auto ja gleich auch, wenn es explodiert. Ja, ich vermute, ich habe keine Wahl gerade. Fahr noch über die Brücke. Du machst so hoch, genau. Oh oh. Es geht gut. Okay, jetzt nach links. Jo. Und wieder nach links. Ah, nee, hier nützt nichts. Das ist noch auf der anderen. Doch, ach so, wir müssen über. Wir müssen über eine Brücke halten noch. Ah, scheiße. Wieder links. Da ist die Brücke aber oben drüber, oder? Nee, stimmt, jetzt wieder jetzt rechts. Jetzt nach rechts. Brücke hoch, genau, nice. Macht er schon für dich. Vielleicht kannst du hier kurz das Auto wechseln. So, hier links, direkt links. Da hier einfach ein anderes nehmen. Brauchen jetzt eh keins mehr, da vorne ist der Punkt. Ach stimmt, ist schon da, ja. Alles klar, hab ich gerade noch nicht gesehen. Direkt hacken. So, und jetzt versteckt es nochmal irgendwo gut. Sieht aus, als hättest du deine Hackerbraut gar nicht gebraucht. Du musst aber jetzt hier noch bleiben, ich glaube, oder? Du darfst nicht zu weit weg. Doch. Da, sie verlassen die Reichweite. Kehren sie sofort um. Oh mein Gott! Es geht los. 70%, es ist nicht mehr viel. Mach mal direkt das Ding hoch, genau. Oh. Schütteln Sie alle Folge ab, bevor Sie das C2S hacken. Also aus dem Kreis raus. Das Auto ist jetzt schon mal ein bisschen besser. Boah, ist das eine krasse Mission, ey. Ich flipp hier vollkommen aus. Alter Schäde. Alter. Was ist denn da für ein blauer Weg markiert? Hab ich den markiert? Den hast du markiert, ja. Der ist so. Jetzt hinfällig, weil du musst jetzt eigentlich erstmal nur die Cops irgendwie loswerden. Wenn es irgendwie geht halt. Jetzt mal durchhacken, die sind glaube ich gerade nicht an dir dran. Der Heli hatte ich glaube ich. Na doch, der Heli hatte ich gesehen. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Da vorne ist ein Tunnel. Fahren den rein. Was ist denn jetzt? Ach, ich häng. Stein. Ja, ja. Vorne ist der Kreis schon. Aber da kommen Bullen auf mich zu. Egal.
Ah, wäre ich doch lieber hochgelaufen. Ich hab's kurz noch überlegt. Boah, diesmal hast du es geschafft, Flo. Was für ein krasser Jump. Okay, einfach geradeaus weiter, weg vor den Cops. Und jetzt auf hier rechts und Vollspeed. Oh, doch wieder links, ja. Sehr gut. Auf die Autobahn und weg. Krass, Mann! Boah! Das schon mal erledigt. Sorry, dass ich so wenig sage. Ich, man muss hier echt vollkommen klar, konzentrieren. Okay, da geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Ich will erstmal ein cooles Auto, aber hier fährt natürlich gar nichts rum. Ja, wollen wir nicht auch hier mal kurz eine kleine Pause machen? Und wenn wir Glück haben, kurz hören, was er noch so sagt. Ja, also in den Satelliten hacken, Damiens Standort finden und ihn fertig machen. Alles klar, ja, ja, Freunde, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Bis dahin besorge ich mir noch schnell ein neues Auto. Spannend ist es gerade. Ja, die Stealth-Karre kannst du dir bestellen, theoretisch. Ich glaube in der Mission nicht, aber probiert's mal aber noch schnell. Aber jetzt, glaube ich, könnte es vielleicht gerade wieder gehen, ja. Nee. Ah, das ist ja fies. Deswegen nehmen wir einfach den, der da steht, und mit dem fahren wir in der nächsten Folge weiter. Bis morgen, Freunde. Tschüss. Ciao. Ja.